Dubi, die Erfolgsserie, diese Runde setzt sich fort. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, es ist so, es waren gute Gefühle, dann wieder sehr schlechte Gefühle zum Schluss. Ich glaube, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir reinkommen in die Partie. Haben danach aber in der ersten Halbzeit, so nach 10 Minuten, haben wir eigentlich sehr gut gespielt. War auch, glaube ich, verdient der 2-0-Vorsprung für uns. Kommen dann nach der Halbzeit raus und haben natürlich das 3-0 oder machen es 3-0, was uns auch gut in die Karten reingespielt hat. Und haben danach auch noch Torchancen gehabt, um das Ding noch zu erhöhen. Und sind dann aber so eine Viertelstunde vor Schluss ein bisschen nachlässig geworden. Das hat mir dann nicht gefallen. Da haben wir einfach wieder zu viele Standards zugelassen, zu viele Chancen des Gegners zugelassen. Und dann müssen wir einfach noch cleverer werden und müssen so einen 3-0-Vorsprung einfach nach Hause fahren. Was meinst du, woran es lag, dass man zum Schluss irgendwie das noch so spannend hat werden lassen? Ja gut, ich meine, wir sind ja dafür bekannt, dass wir immer alles geben auf dem Platz. Das ist auch gut, das ist schön, dass die Mannschaft es will und dass die Mannschaft noch mehr will dann. Aber manchmal ist es auch besser, wenn man dann den Gang vielleicht zurücknimmt und sich einfach mal ausruht und einfach mal den Gegner kommen lässt. Und das war mir dann ein bisschen zu viel. Und man hat ja gesehen, wir sind auch dafür bestraft worden und das müssen wir einfach besser machen. Jetzt seid ihr nach 5 Spieltagen und einem Spiel weniger Spitzenreiter, seid jetzt natürlich in der Favoritenrolle drin. Wie geht ihr damit um und was habt ihr euch vorgenommen? Ja gut, natürlich ist es schön, dass wir die ersten 4 Spiele gewonnen haben. Der Start ist immer wichtig, das haben wir auch gewusst. Aber wir lassen doch die Kirche im Dorf. Wir müssen uns doch müssen noch arbeiten an uns. Das ist natürlich ein schönes Zwischenfazit jetzt, nach 4 Spielen 12 Punkte. Und sind da auch zufrieden, aber wir müssen trotzdem unser Ding machen. Wir müssen auf dem Boden bleiben, jede Woche im Training hart arbeiten und dann um die Spiele dann zu gewinnen. Aber wir freuen uns, wir genießen den Moment und das haben wir uns auch verdient im Moment. Ja. Nächste Woche kommt der Kracher gegen den CFR Pforzheim, absolutes Lokalderby hier in der Gegend. Ja, wie kannst du uns auf das Spiel einstimmen und wie stellt ihr euch als Mannschaft drauf ein? Ja, ich meine, das ist ein Derby, das ist hier 5 Kilometer weiter. Da interessiert es auch nicht, wer auf welchem Platz steht, da interessiert es nicht, wer woher kommt. Das ist Brisanz pur, das wissen wir auch. Wir freuen uns auf das Spiel natürlich und werden natürlich diese Woche uns darauf vorbereiten, weil es gibt doch einen heißer Tanz dort, wissen wir auch. Stadion wird voll sein und hoffe, dass das Wetter noch mitspielt, dann passt ja alles. Dubi, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.